Glashaus. Frei. Nach dem Spruch, wer frei von Vorurteilen, der werfe den ersten Stein, hab ich mich ins Glashaus gesetzt und ich warf. Das Blöde daran war nur, ich traf, der Stein kam, nachdem er die Scheiben rings um mich durchschlagen und zum Bersten gebracht. Retour wie ein Bumerang, nur etwas unsacht. Ich traf mich selbst und als ich getroffen von meinem Stuhl gefallen war, lag ich da, lag im Scherbenhaufen mit dem Blick nach oben und konnte plötzlich sehen, sehen, was alles außerhalb von meinem Glashaus geschieht und erhob mich, traute meinen Augen nicht, die scheinbar rosarote Brille war zerbrochen und ich bin ängstlich unter all die Scherbentrümmer gekrochen, hab mich versucht zu verstecken, doch geschnitten und mit dem ersten Tropfen Blut kam wieder etwas Mut in meine Glieder, die sich erhoben, Scherbentrümmer beiseite geschoben und mit einem tiefen Atemzug kam ich zu mir, sah Menschen rund um mein zerborsten Paradies, die auf der Flucht, nicht vor ihnen selbst, sondern vor Waffen, die mein Vaterland beim Verkauf hat als Gewinn verbucht, auf der Flucht vor Menschen, die mit rassistischen Parolen scheinbar ihr Vorrecht auf Dasein verkünden, ähnlich wie Fabriken ihre Abwässer in reine Flüsse münden, sah gegen Himmel und sah ein Gewölk aus Feinstaub und Abgas, das ich wohl in meinem Glashaus vergaß. Vergaß darauf zu achten, was rund um mich geschieht, und ich finde mich wieder wie in einem Kriegsgebiet, ein Krieg zwischen Wahrheit und Medien, ein Kampf zwischen Märchen und Lügen, und wir sind täglich am Üben, was uns widerfahren kann, doch wo fangen wir an? Wir blättern wieder die Tageszeitung auf und saugen alles darin auf, im Glauben, dass dies die einzig Wahrheit, die es gibt, hier in unserem scheinbaren Glashausballastgebiet. Wir spielen mit der Wahrheit wie mit einem Jojo und für wirkliche Gedankenergüsse gehen wir aufs Klo, denn das versinnbildlicht unser derzeitiges Sein, wenn wohl die Frage im Raum steht, wann holt uns die Realität ein. Wann lernen wir verstehen, dass wir dies Leben, so wie wir es derzeit führen, nicht mehr lange gehen, immer mehr zum Stillstand kommen und benommen der Konsumindustrie erliegen, die mit 120% Rabatt klar Glas verkauft, es beschichtet mit lieblich Wölkchen auf satten grünen Wiesen, damit mehr und mehr von diesen Wohlstandsglashäusern sprießen, die uns die Sicht verschleiern und weiter einreden, wir sollen doch nach noch mehr streben, sollten tun und funktionieren, am besten auch den Nachbarn ausspionieren und gratis zum Glashauskauf gibt's Klebeetiketten mit dem Spruch, wer im Glashaus sitzt, solle nicht mit Steinen werfen drauf, damit wir beruhigt und glücklich sind. Und ich? Ich fühle mich gerade wie ein Kind, das das, was man nicht sollte, doch am liebsten wollte. Glücklich auch, dass ich für mich beschloss, ganz bewusst mein Glashaus mit dem Stein des Anstoßes beschoss.